Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Let's Show vom Mittelalterstudio Winter. Ich bin der Kumpel und ich habe euch heute den dritten Teil der Reihe um unsere Mattisburg mitgebracht. Aber ich will euch gar nicht lange auf die Folter spannen und so geht es dann auch direkt los. Ich wünsche euch viel Spaß. Bevor es losgeht, noch eine Anmerkung. Wenn ihr euch die Mattisburg als Download wünscht, dann schreibt das doch bitte einmal in die Kommentare. Und wenn das eine gewisse Anzahl von Leuten sagt, okay, ich will diese Burg selbst erleben, dann machen wir die für euch zum Download fertig. Okay, das war's von mir. Bis gleich im Video. Und da sind wir auch wieder zurück in der Mattisburg zum dritten Teil. Moin! Der Groschi ist dabei und der Würzel. Jo. Und wir sind noch im Kinderzimmer, wo wir auch irgendwie hingehören, ne? Richtig. Und vor allem da oben, die Decke ist toll. Die habe ich schon gezeigt im letzten Video. Wunderbar. Ja. Ja, wunderbar. Der Kumpel guckt nämlich nach oben. Ja, die Konstruktion dieses Daches hat mich auch sehr viel Zeit gekostet. Das kann ich mir vorstellen. Man kann es ja von außen dann nochmal sehen. Groschi, wenn wir im nächsten Stockwerk sind, geh nochmal bitte in das Waschbecken. Du standst im Nachttopf der Kinder. Ah ja. Ja, lauf lieber. Beeil dich ein bisschen. Oh, das war jetzt echt eklig. Jetzt hat's einen guten Grund. Ja, darf er mal. So eine Wutz. So. Wir gehen dann schon mal runter. Platsch, 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 platsch. Ach Gott, diese Burg. Ich wollte nur die Tür zumachen. Na gut. Jetzt geht's abwärts. Ja. Dum, 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 dum. Ah, ist so weit, genau. Also denn hier? Da waren wir doch schon. Ach so. Ich hab den Überblick wieder mal verloren. Ach, hier sind wir. Erst. Hier sind auch die Wohnungen von den Räubern noch drin. Und jetzt gehen wir durch diese Tür da raus, ne? Auf den inneren Hof. Jetzt gehen wir auf den Innenhof, genau. Aber für innere. Moment, bevor ihr rausrennt, ich lass mal kurz den Blick hier schweifen. Da sehen wir nämlich hier diesen tollen Felsen, der noch immer in der Mitte vom Burghof ist. Und der auch von den Räubern und von den anderen nicht so weggemacht wurde. Ließ sich wahrscheinlich schlecht wegmachen. Ja, trau dich raus. Trau dich, du darfst. Wir dürfen. Kommt raus, Kinder. Oha. Da hinten steht ein Polizeibeamter. Allerdings findet er den Zugang nicht. Hä? Er versucht reinzukommen, aber er ist ein bisschen... Boah. Ich bin von der Mauer gefallen. Also ich hab das Haseröl als Ausrede, was gerade schon gestänkert hat. Ich wollte gucken, was der Polizeibeamte macht, ohne den Würzel im Bild zu haben. Oh, hier kann man auch hoch. Hier kann man auch runter gucken. Oh, schön. Aber überall runter gucken. Na gut, das ist ein Argument. Und mein Schatten da hinten neben der gelben Blume ist toll. Ich mag den. Oh, wer steht neben mir? Ich glaube, das ist Groschi vom Schatten her. Hm? Stimmt, hat einen Bart. Kann man erkennen. Ah, der Wehrgang hier ist ja toll. Man sieht deinen Bart im Schatten. Würzel hat keinen Bart. Wie siehst du denn da hinten Bart? What the fuck? Ich habe gezoomt. Mit C. Habe ich gezoomt? Oder habe ich deinen Bart gesehen? Ich kann auch zoomen, aber ne? Schau, da sieht man einen Bart im Gesicht. Da ist so eine kleine Kante. Auch bei mir ist ein Bart. Guck doch mal. Ja, wie gesehen, du bist doof. Der Würzel, der hat so einen formschönen, komplett quadratischen Kopf. Und wir haben Bärte. Tja, einer muss ja schnieke aussehen. Jo. Okay. Oha. So, jetzt gehen wir hier mal zu unserem Ahnen. Ah, hier ist ein... Groschi? Ich glaube, das haben sie von der Burg Sternberg kopiert. Was ist das? Na, erstmal ist es ein Unterstand. Wahrscheinlich sind hier Bögen drin. Und hier ist ein sehr groß geratener Köcher. Oh, cool. Also ein stationärer Köcher in dem Fall. Ja, ja. Er reicht ja, um hier die Mauer abzudecken. Oh ja. Ich meine, normal haben die ja alle auch noch einen Köcher auf dem Rücken und können sich hier ganz schnell dann noch ein paar Pfeile wieder reinschmeißen. Genau. Und wenn alle Pfeile leer sind, dann scheißen sie vom... Genau.
Feuer frei! Bang, bang! Wir sehen, wie Groschi es praktisch umsetzt. Das ist der Oberräuber, der Gründer der Akademie der Räuber. Verbrecher. Man kennt ihn dann auch als Räuber Holtex. Könnt ihr besuchen, wenn ihr mal bei uns in die Partnerkanäle guckt. Ja. Der hat in dem Falle gar nichts mit der Burg zu tun. Das ist nur so eine kleine, etwas ironische Ehrung. Weil er ein Verbrecher ist. An der Vorarbeit mitgeholfen, von daher gesehen... Ach stimmt, du hast recht, er hat ja mit dir den Berg gebaut. Er hat den Berg ein bisschen mitbearbeitet, genau. Ja, richtig. Da hat er doch was, also er hat doch was mit der Burg zu tun. Also vielen Dank, Professor Holtex, Räuber Holtex. Was, wer bist du denn? Merkwürdig. Das ist der andere Teil von dem hier, der Zwilling. Und was? Wer bist du denn? Sag mal, Kumpel. Ja? Was hast denn da gespielt? Fasching? Ja, Fasching, genau, es war Fasching. Süß. Ah, setzt euch doch mal in die Runde. Ja, Runde. Nee, nicht Blitz. Blitz? Was? Groschi? Groschi? Können wir die Runde beenden? Wir wollten doch gar nicht Blitz. Wirksel wollten wir doch nicht. Der Oberräuber Wirksel wollte uns was beibringen. Er ist immer ein Wirksel-Hut. Naja, auf jeden Fall sitzt man hier in der Runde und kriegt alles Mögliche erklärt. Die Jüngeren werden geschult. Das ist nämlich ein Klassenzimmer hier. Ja. Doppeltes. Und wenn die Älteren dann beisammen sitzen, gibt's tolle Geschichten. Naja, die Älteren werden hier wohl nicht sitzen, aber die Jüngeren sitzen hier und saufen und lernen. Ja, auch die Älteren sitzen auch gern mal dabei und erzählen vom früher. Ja gut, also als Aushilfslehrer. Oha, und saufen. Auch ein Spiegel. Dann gut. Geht am besten gleich mal darüber, genau. Ich hab's Klo gefunden. Dann musstet ihr doch alle mal so hin, so dringend. Warte mal, ich muss mal kurz. Gibt übrigens zwei. Noch abschütteln? Gut, dass das Ding aus Eisen ist. Hier ist so eine Toilette. Ja, dann viel Spaß. Ja, genieß die Aussicht. Die ist übrigens gut. Oh, Groschi hat im Video was gemacht. Ich hab's genau gehört. Oh, nee, da gehe ich nicht mehr rein. Nee. Lass die Tür bei mir auch zu, bitte. Also, okay. Schnell. Wer will, Wegzehrung, so ein bisschen Bier? Nein, danke. Oh, man kommt doch auf den Hof schnell dahin. Wir gehen da mal hier rüber in den Wohnbereich. Das ist genug. Nein, danke, ich hätte nur eine Diätlimonade genommen. Ziegenmilch, bitte, Ziegenmilch. Diät-Ziegenmilch. Light. Oder Senf, 150 Gläser. Oh. Oh, schöner Blick. Freue mich. Ja. Oha, schöner Blick. Das ist ja halt hier der Aufenthaltsraum der Räuber normalerweise, wenn sie nicht gerade lehren müssen oder auf Raubzug sind. Nein, das ist ja jetzt auch der Aufenthaltsraum der Schüler. Die Räuber haben ja drüben die Räuberhalle, die große Halle. Genau. Du bist da verwirrt. Das ist hier die Schule, ist die Akademie. Die normalen Räuber kommen höchstens mal zum Unterricht her. Das heißt ja nicht, dass alles Kinder sind, die dann... Nein, das sind ja nicht unbedingt Kinder, das sind auch Jugendliche. Ja, oder auch Erwachsene. Geht's nach oben. Er geht nach oben, okay, gehen wir nach oben. Geh nach oben. Ah, ein Räuberzimmer, Durchgang. Ein Räuberzimmer, kein Durchgang. Ja, hier werden wohl die Lehrer dann wohnen. Oh, das kann auch sein. Das ist ja fies, wenn dann... Aber die Lehrer können ja, sind doch auch Räuber, dachte ich. Ich wusste nicht, dass das extra Personal ist. Naja, das sind die Räuber, die halt nicht auf Raubzug sind. Ich bin mir ziemlich sicher, das Kultusministerium hat hiermit nichts zu tun. Nein, aber hier gibt's noch ein paar Zimmer für Räuber... Durchgangszimmer, Schüler, ja. Padawane. Ja, hier müssen die Schüler alle wohnen. Knappen, Räuberknappen. Squires. Sozusagen, ja. Ja. Ich geh mal nach oben, wer kommt mit? Schöner Blick auf den Wohnturm. Ja, ich komm auch mit, ja. Was ist hier? Ja, hier geht's raus. Ja, dann mach. Bin doch schon draußen. Oh, schöner Blick auf den roten Turm und den Wohnturm, nur das, die Sonne stört. Ah.
Außerdem ist das hier eine Stelle, die eignet sich, habe ich gehört, ganz hervorragend für Schottenspiele. Nee, da musst du noch einen Stock höher gehen. Ach so. Ja, dann machen wir das doch. Ist das eine Wendeltreppe? Genau, wir können hier nämlich noch eins höher. Vom Dach geht's aber auch gut. Ja, vom Dach aus geht's auch gut, das stimmt. Ups, Umschalttaste. Ich hasse sie. Entschuldigung. Jetzt muss man sich echt vorstellen, wie hier so die Wachen eigentlich so in Schatten hier rumspielen und sich die von außen, die guten, bösen, wie man es so gerade sieht, sich so denken, was machen die da? Ja, vor allem die Armeen des Grafen, 10.000 Mann kämpfen sich da durch den Wald und die Wachen stehen hier. Warte mal, wie die aus, wenn ich eine Fackel in die Hand nehme? Wo ist die Fackel? Fackel? Fackel, bist du da? Ich brauche mal schnell eine Hand. Ah, da ist die Fackel. Ah. Wie sieht das jetzt aus, hä? Guck mal, wie sieht das aus? Wechsel, guck mal, in Schatten musst du gucken, du Nase. Ha? Oh, die Einrastfunktion wieder. Ja, hatte ich eben auch das Problem. Oh, lassen wir das. Hey! Zum Glück hast du jetzt den Schatten nicht gesehen. Ja, okay. Fieser Möb. Fieser Möb. So, gehen wir mal runter. Jo, machen wir. Uah, das war ein bisschen mehr runter als geplant. Ja, wo wollt ihr denn hin? Runter. Ach so. Wo seid ihr denn? Auf den Innenhof. Was macht ihr denn schon am Innenhof? Bist du nicht runter? Nicht hin. Nein, ich bin ja wieder rein, weil es hier ja noch die Treppe runtergeht. Genau. Siehst du, ich bin da. Ja, ich bin auch da. So, gibt's hier versteckt noch eine kleine Treppe. Wow, wer ist das? Das ist der Mitbauer. Ein Räuber. Das ist der Erbauer des Zeughauses. Richtig. Im Roten Turm. In dem Fall ein stummer Gast, aber das macht nichts. Ey, auch die stummen Leute hatten wir drauf. Der muss ja nicht stumm bleiben. Nee. Wenn er schon in die Aufnahme platzt. Ja, kann er vielleicht auch was sagen. Hallo und herzlich willkommen im Let's Show die Mattesburg. Hallo Romanes. Hallo. Hallo. Ja, wenn du schon in die Aufnahme platzt, kann man dich auch tonmäßig mit reinnehmen. Genau. Aber ich gebe zu, wir haben uns auch nicht auf beschäftigt gesetzt. Unser Fehler. Das tut mir jetzt leid. Das muss dir nicht leid tun. Du bist ja hier, wir waren da allerdings schon, im Roten Turm hast du ja das Zeughaus gebaut. Das haben wir auch gebührend erwähnt. Genau. Alles klar. Wir gehen jetzt noch mal kurz nach oben. Und du sahst außerdem, wenn du schon in so eine Aufnahme reinplatzt, sahst extremst räuberig aus. Ja, das stimmt. Total passend. Das hat gepasst. Ja, wie die Faust auf den Romanes. Wir gehen jetzt trotzdem mal hier runter. Ich hoffe, es klappt mit dem rückwärts runtergehen. Also ungefähr. Halt, ihr seid zu schnell. Na egal. Ach, das ist so ein leerer Raum, oder? Ja. Scheiß auf leere Räume. Und die Buh-Ecke war da. Leere Räume will doch keiner sehen. Die Buh-Ecke gab's auch noch, genau. Wo geht's denn lang? Ja, ihr seid in den Raum gelaufen. Verdammt. Ja, hier geht's raus. Kommt. Da hatten wir zu eilig. Ja, wir wollten halt raus aus diesem Loch hier. Ja, wir sind wieder im Vorratsraum. Yeah! Wow, du bist ja so hell im Gesicht. Froschi ist schon im Saal. Hell? Nicht hell? Nicht hell? Nicht hell? Ich mach ja nur... Lässt du mal seine Pigmentstörungen in Ruhe? Ja, ist ja gut. So. Wo lang biegen wir denn jetzt ab? Ja, wir sind im großen Saal. Sind wir durch? Wir sind durch. Das ist ja Wahnsinn. Ab zum Brunnen. Zum Brunnen, genau. Ah, zum Brunnen. Wir müssen durch den Brunnen durch. Planschen. Sind vor Taler. Wir müssen da hoch, Groschi. Und wir müssen da hoch. Finden wir den Ausgang nicht. Da raus und dann da durch. Genau. Ich bin ein Blinker. Oh, Romanus hat sich umgezogen. Ja, er hat sich wieder normalisiert. Stabilisiert. Wo ist denn der Groschi? Falsch abgebogen. Oh, da. Falsch abgebogen.
Oh, bei unserer ersten Aufnahme war es so geil, Leute. Da war ich da oben und hab mich fallen lassen und bin ohne am Rand hängen zu bleiben voll in das Loch hingefallen. Ja. Das stimmt. Ich kann ja die Aufnahme davon nochmal rausgraben. So. Ja, blend's ein. Wenn ich dran denke, schneide ich die rein. Mach da. Okay. Ja, dann auf rein mit euch. Dann flüchten wir mal aus der Burg. Alarm! Aber denk dran, Luft anhalten. Schön ist anders. Naja, aber man ist draußen. Du kannst doch nicht so ein Geräusch machen, wenn man die Luft anhält. Doch, kann ich, hast du doch gesehen. Oh. Ich musste ja irgendwas machen. Ihr anderen habt ja alle nur die Luft angehalten. Kein anderer hat sich für Geräusche verantwortlich gefühlt. Ich habe die Luft angehalten und Geräusche gemacht. Ja, das muss man erstmal können, das stimmt. Das stimmt. Kameramann und Soundeffekts, lalala. Ja, und von hier aus kann man unheimlich toll die Silhouette der Burg sehen. Ja. Bis auf den großen Turm, den sieht man halt nur von der anderen Seite. Oder von weiter weg. Und Pfeile sieht man. Im praktischen Falle, wenn man die Burg auf diesen Weg verlässt, ist sie vielleicht sogar schon so, dass man bei Nacht ein wunderschönes Lagerfeuer auf dem Berg sieht. Ja, und das ist auch eine schöne Gelegenheit, wo du sagst, bei Nacht, mache ich nochmal einen Rundflug mit euch bei Nacht. Bei Nacht. Einfach, weil es schön ist. Weil wir sind am Ende unseres Videos angekommen, von der Sache her, ne? Und ja, dann nutzen wir die Gelegenheit und zeigen euch einfach diese wunderschöne Burg noch einmal bei Nacht, weil es einfach sehr stimmungsvoll ist. Gott, ich flieg wie ein Opa hier im Kreis. Aber was bleibt denn übrig, ne? In meinem Alter. Alter Sack. Alter Sack, alter Sack. Verzieh dich. Na, 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 na. La 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 la. Romanus, was sagst du denn dazu? Ja, doch, hat was. Ja, ja, das ist ihm zu peinlich. Er macht seriöse Videos. Ich gebe mich nicht so gern mit dem einfachen Pöbel ab, musst du wissen. Ja, dein königlicher Verstand ist da immer leicht überfordert mit, ne? Hab ich gehört. Du bist ja auch ein Großmeister der Wegfindung, wie wir wissen, seit dem Baumhaus mit Räuberversteck. Ja, definitiv. Ja, ja. Ein Großmeister der Navigation. Man nannte ihn auch Garminus. So, wo seid ihr denn hin? Ich sehe euch ja gar nicht mehr. Ah, Romanus ist bei mir. Ich habe gerade die Runde geschafft. Ach so. Ich auch. Ja, wir sind auf dem Roten Turm. Oh, auf dem Roten Turm. Jetzt. Dann fliege ich mal zum Roten Turm und mach bei der Gelegenheit euch nochmal so richtig hell. Okay, ich hoffe, ihr euch ging's wie uns. Ich bin halt heute bei den Räubern, da darf man auch mal fies sein. Ah. Wollen wir uns verabschieden an dieser Stelle, an dieser schönen? Ja. Mit unserem Überraschungsgast, der ja auch hier diesen Turm ausgestattet hat. Oh, ich habe eine Stufe in der Hand. Oh, ich habe einen Spawn-Ei in der Hand. Ich habe nichts mehr in der Hand. Super. Was ist ein Embryo in der Hand? Ja, ein Embryo. Ein Spawn-Ei-Embryo. Gut. Dann danken wir Romanus, dass er reingeplatzt ist. Ich danke Würxel für diese tolle Burg. Ich danke Groschi fürs Mitmachen beim Video. Und euch danke ich fürs Dranbleiben und schaltet doch bei unseren nächsten Videos mit wieder rein und besucht uns auch bei Facebook und bei Blended Minecraft und gebt uns eure Diamanten. Nicht, weil wir Räuber sind, sondern weil ihr es gut findet, was wir machen.
Ja. Kannst du ruhig auch machen da hinten. Mister Diamanten her. So, wer will anfangen mit dem Ciao sagen? Ciao, bis zum nächsten Mal. Ciao. Ciao. Tschüss.